Jedes Mal, wenn ich meine Freunde in Bayern besuche, freue ich mich nicht auf Brezeln oder auf Bier. Nein, mir hat es eine andere Spezialität angetan, und zwar der süße Senf. Körniger, brauner, cremiger Senf mit einem leichten Nachgeschmack von Honig oder Konfitüre. Zu meiner größten Freude findet man ihn in Bayern überall. Die Bayern essen ihn liebend gern zu ihrem Leberkäse, vor allem aber zu ihrer Weißwurst, die Carambolage den Franzosen übrigens schon vorgestellt hat. Bayerischer geht's nicht, dachte ich mir. Dabei ist dieser Senf nur eine süße Abwandlung des französischen Senfs aus Dijon, der weltberühmten Moutarde de Dijon. Im 19. Jahrhundert macht das Rezept, auf das die Herzöge des Burgunds stolz sind, in Europa Furore. Sein Geheimnis? Man benutzt statt Essig Verjus, einen grünen Saft, der aus unreifen Trauben gepresst wird. Der Senf wird kopiert, auch in Deutschland. In München macht sich der Deutsche Johann Konrad Develay in seiner Fabrik ans Werk. Doch er will das französische Rezept nicht einfach übernehmen. Nein. Er erfindet eine süße Variante des Senfs, denn die gibt es damals noch nicht. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen gelingt ihm seine Rezeptur im Jahr 1854. Neben Essig, Salz und Senfkörnern kommen noch Nelken, Muskatnuss, karamellisierter brauner Zucker und Honig hinein. Lecker! Develes süßer Senf macht sich bald in den bayerischen Gasthäusern und Biergärten einen Namen. 1873 gewinnt er eine Fortschrittsmedaille auf der Weltausstellung in Wien. Ein Jahr später thront er auf dem Tisch des exzentrischen bayerischen Königs Ludwig II., der seinen Hofstaat zum Verzehr des süßen Senfs verdonnert. Heute ist der Bayern-Senf aus keinem Berggarten mehr wegzudenken. Ich sehe jetzt schon, wie die Franzosen die Nase rümpfen. Aber ich kann Ihnen versichern: Es lohnt sich, diese bayerische Delikatesse einmal zu probieren.